von Goalistic gehittet. Ah, du riechst ja ziemlich gut. Also, wie würdest du nie, worauf achtest du, dass du nie riechst? Also wie ein Fladen oder so? Was riecht ganz schlimm? Weiß nicht, Erbrochenes. Das ist eklig, ja. Aber ist, ich, ja, pass auf, pass auf, dann kann ich dir was erzählen. Also, meine beste Freundin, die als wie ihr, die? Als ihr Christiane. Woher als, kennst du die? Die mit der habe ich mal zusammengearbeitet. Wo denn? Beim ZDF. Als was die, ich erzähle dir erst die eine Geschichte, dann kannst du dann weiterfragen. Kannst du alles und dann, dann hatte ich ihren kleinen Sohn im Sommer auf den Beinen so, als der so ein gutes Jahr war. Mhm. Und dann hatte der nur so kurze Hosen an und dann hat er aus den kurzen Hosen rausgekackt. Mhm. Ja? Und dann hatte ich da so Kacke auf der Hose. Ja, und dann haben wir die Kacke weggemacht, dann musste ich aber nach Hause fliegen und hatte keine andere Hose mehr dabei und habe im Flieger gesessen und habe nach Kacke gestunken. Das war eklig. Ja, das ist eklig. Weil du auch so normalerweise nie riechst, ne? Na, ich kacke selten ein. Also es ist ja auch zum Kacken mache ich ja auch so die Knie krumm. Wie machst du wie alle kacken? Anderen. So. Du kackst so? Ja. Setzt du dich nicht auf die Klo? Doch. Aber da müssen ja auch die Knie krumm gemacht werden. Ach so, damit du dich nicht einkackst, ne? Genau. Aber na, dass es nicht so direkt runterrutscht. Aber setzt du dich so gemütlich hin beim Kacken? So? Ich bin ein Schnellkacker. Ja, das finde ich schade. Also nee, genießt du das nicht? Nee. Drauf, raus, abputzen, raus. War das nicht ein wunderschöner Webclip, den ihr hier gerade gesehen habt? Und, ha? Ich habe so viel gelernt gerade, als ich das gesehen habe im Internet, diesen Clip. Der war echt schön. Lustig war auch. Ihr könnt hier, könnt ihr euch den nächsten angucken. Hier könnt ihr was ganz anderes, das ist was völlig anderes, seht ihr aber auch, wenn ihr da hinguckt. Und hier könnt ihr abonnieren. Und dann könnt ihr auch kommentieren. Aber wir löschen jeden bösen Kommentar